Also ich glaube, dass es ganz stark darum geht, dass ein Unternehmen eine Vision hat. Eine Vision, aber nicht zu fixiert auf irgendeinen genauen Ausgang, sondern eine Leitidee. Was empfehlen Sie Führungskräften im Hinblick auf die Zukunft? Also ich würde sagen, einen guten Chablis oder Sancerre. Ich würde den Teufel tun, um etwas zu empfehlen, wo ich ja nicht weiß, was ist das Unternehmen, an welchem Punkt, was ist das für ein Mensch? Ich glaube, solche Ratschläge sind meistens billig. Nur für die Zukunft ist es eben so, dass man sich nicht in die Verwerfungen hineinbegeben sollte, die Zukunft oft verschleiert, ja? Vor allen Dingen durch die medialen Produktionen des Negativen und der Angst. Ja? Wir leben ja in einer Angstgesellschaft und letztendlich sind Unternehmer immer Produzenten von Zukunft. Und wenn diese Dimension verloren geht, dann nützt auch der Chablis oder der Sancerre nichts mehr. Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor. Worauf kommt es an und was zeichnet eine unternehmerische Kultur überhaupt aus? Also ich glaube, dass es ganz stark darum geht, dass ein Unternehmen eine Vision hat. Eine Vision, aber nicht zu fixiert auf irgendeinen genauen Ausgang, sondern eine Leitidee. Und das betrifft sowohl die Kultur eines Unternehmens, aber auch vor allen Dingen sein Purpose. Und Purpose heißt ja nicht Zweck. Zweck ist immer Geld verdienen, sondern Sinn. Also was ist der Sinn meines Produkts, meines Services oder das, was ich anbiete? Welche Probleme der Menschen löst es und welche Freude bringt es in die Welt? Was ist Ihr Erfolgsrezept? Ja, ich habe kein Rezept. Ja? Also Rezepte sind, glaube ich, ich fand immer, am besten haben die Sachen geschmeckt, die ich mit meiner Familie im Lockdown gekocht habe, wenn ich zwar ein Rezept im Kopf hatte, aber dann immer so ein bisschen davon abgewichen bin. Also wenn es quasi immer noch etwas Neues gab. Nicht, dass man versuchte, das Originalrezept nachzukochen, weil dann schmeckt es irgendwie fad, sondern überraschend zu bleiben in sich selbst. Also das Erfolgsrezept ist eigentlich immer auch für den Unternehmer, sich selbst und die Kunden zu überraschen. Ja? Wenn das zu berechenbar wird, dann wird man irgendwann aus dem Evolutionsfeld der Wirtschaft herausgefegt.